Herzlich willkommen zum nächsten Lernvideo unserer Videoreihe zur Differentialrechnung. Heute werden wir uns mit der Krümmung beschäftigen. Die Krümmung ist ein Maß für die Veränderung, also für die Änderungsrate der Richtung einer Kurve. Wir unterscheiden zwischen einer linksgekrümmten und einer rechtsgekrümmten Funktion. Eine linksgekrümmte Funktion schaut beispielsweise oder circa so aus. Eine rechtsgekrümmte Funktion sieht dann circa so aus. Um sich das jetzt besser merken zu können, welches Krümmungsverhalten vorliegt, kann man sich eine kleine Eselsbrücke bauen. Denkt dran, dass ihr eventuell mit einem Auto unterwegs seid. Bei einer linksgekrümmten Funktion müsst ihr das Lenkrad nach links drehen, um die Kurve zu kommen. Bei einer rechtsgekrümmten Funktion müsst ihr das Lenkrad nach rechts drehen, um die Kurve zu kommen. Haben wir einen Übergang zwischen rechts und links gekrümmt beispielsweise, so, eben weil wir von rechts nach links gekrümmt kommen, so kommt das Lenkrad, welches zuerst nach rechts gedreht wurde, ist dann kurz in einer neutralen Position bei diesem Übergang und wird dann wieder nach links gedreht. Kommen wir zur Definition von links und rechts gekrümmt. Die Definition lautet wie folgt. Wir betrachten ein Teilintervall i des Definitionsbereiches d der Funktion f, auf welchem wir untersuchen wollen, welches Krümmungsverhalten f in diesem vorweist. Also welches Krümmungsverhalten hat f in dem betrachteten Teilintervall? Wir können das Krümmungsverhalten wie folgt bestimmen. Wir betrachten einfach die zweite Ableitung der Funktion. Ist diese zweite Ableitung der Funktion für alle x aus dem Inneren des betrachteten Intervalls größer als 0, so ist die Funktion in diesem Intervall links gekrümmt. Ist sie für alle x aus dem Inneren des betrachteten Intervalls kleiner als 0, so ist sie in diesem Intervall rechts gekrümmt. Damit man das nicht verwechselt, kann man sich auch Folgendes merken. Wir assoziieren links gekrümmt mit positiv gekrümmt. Das ist einfach eine alternative Bezeichnung. Und so positiv gekrümmt kann man sich jetzt Folgendes merken. Jeder von euch kennt sicher einen Smiley. Schaut dann circa so aus. Und jetzt haben wir einen lachenden Smiley. Wenn wir dann nach oben schauen, das Auge müssen wir auch fertig zeichnen, dann sehen wir, okay, das erinnert uns an links gekrümmt. Also, positiv gekrümmt, ein lachender Smiley, ein positiver Smiley, wird mit links gekrümmt gleichgesetzt. Positiv, weil die zweite Ableitung ja hier größer als 0 sein muss. Dann rechts gekrümmt, wieder ein Smiley. Nur dieses Mal ist der Smiley nicht so glücklich. Ein trauriger Smiley. Negativ gekrümmt, können wir mit rechts gekrümmt auch noch assoziieren. Eben negativ, weil die zweite Ableitung dieses Mal kleiner als 0 ist. Nach dieser kleinen, aber feinen Eselsbrücke kommen wir zu einem Beispiel. Wir betrachten die Funktion x hoch 3 minus 3x² plus 2 im Intervall von minus 3 bis plus 3. Also wir schauen uns in diesem Intervall das Krümmungsverhalten dieser Funktion an. Eine Skizze der Funktion schaut wie folgt aus, damit ihr euch mal orientieren könnt, wie diese dann ungefähr aussieht. Ihr seht, sie ist zwischen minus 3 und plus 3 abgebildet. Was haben wir vorher gelernt bei der Definition? Wir müssen uns einfach die zweite Ableitung anschauen. Und zuvor habe ich ja bereits erwähnt, einmal ganz kurz, wenn ihr euch noch an das Lenkrad erinnert, dass das Lenkrad bei meinem Übergang zwischen links und rechts gekrümmt, beziehungsweise rechts gekrümmt und links gekrümmt, kurz in einer neutralen Position ist. Sprich also, die zweite Ableitung ist bei einem Übergang gleich 0. Genau deshalb schauen wir uns jetzt an, wo die zweite Ableitung denn 0 ist. Zuerst müssen wir aber mal die Ableitung selber bestimmen. Beginnen wir mal mit der ersten Ableitung der Funktion, also f', immer schön Step by Step. f' von x
ist x hoch 3 abgeleitet ist 3 mal x Quadrat minus 2 kommt herab, minus 6 mal x und plus 2 ist eine Konstante, die fällt weg, wie wir bereits wissen. Kommen wir nun zur interessanten zweiten Ableitung. Wir haben x Quadrat, also kommt der 2 herab, x bleibt übrig, wir haben also 6x, ja, 3 mal 2. Und minus x hoch 1, also kommt theoretisch ein 1 runter, 6 mal 1 ist 6, also bleibt 6 übrig, x fällt weg, weil wir dann ja x hoch 0 haben und x hoch 0 ist 1. Gut, also ist unsere zweite Ableitung gleich 6x minus 6. Nun setzen wir diese 0. Das Rufzeichen sagt uns das, dass das 0 gesetzt werden soll. Wir wollen dann ermitteln, für welches x 6x minus 6 gleich 0 ist. Gut, das fällt uns relativ in den Schoß. S' von x ist 0 mit x gleich 1. An dieser Stelle haben wir also einen potenziellen Übergang des Krümmungsverhaltens, also einen Wechsel von links nach rechts gekrümmt oder von rechts nach links gekrümmt. Sollte ein solcher Wechsel, also zum Beispiel von links nach rechts gekrümmt, tatsächlich stattfinden, so sprechen wir bei jener Stelle von einer Wendestelle bzw. einem Wendepunkt. Mit dem Begriff des Wendepunktes werden wir uns in einem späteren Video genauer auseinandersetzen. Unsere Aufgabe ist es eben jetzt zu ermitteln, in welchem Bereich der Funktion, die Funktion welches Krümmungsverhalten aufweist. Betrachten wir zuerst den Bereich links der Stelle x ist 1. Was haben wir vorher gelernt? Wir müssen einfach aus dem Inneren dieses Bereiches eine Stelle in die Funktion, also in die zweite Ableitung der Funktion einsetzen. Unsere Stelle ist x ist 1 und unsere Funktion ist von minus 3 bis plus 3 quasi im reellen Bereich durchgehend definiert. Das heißt, wir müssen jetzt eine Stelle zwischen minus 1 und plus 1 wählen. Der Einfachheit halber wählen wir einfach die 0 aus und setzen diese in die zweite Ableitung ein. Wir haben f' von 0 ist gleich 6 mal 0 ist 0, minus 6. Also negativ. Wir wissen, negativ bedeutet rechts gekrümmt. Merken, trauriger Smiley, also rechts gekrümmt. Sprich, die Funktion ist von minus 1 bis plus 1 rechts gekrümmt. Wir malen uns ein trauriges Smiley dazu. Schauen wir uns nun den zweiten Teilbereich der Funktion an, sprich den Bereich zwischen plus 1 und plus 3. Wir wählen nun eine Stelle aus dem Inneren dieses Teilbereichs. Wir wählen einfach die 2 aus. Sprich also, wir schauen uns f' von 2 an. Und f' von 2 ist nichts anderes wie 6 mal 2 ist 12, minus 6 ist plus 6. Wir haben also ermittelt, dass jener Teilbereich, also jener von plus 1 bis plus 3 links gekrümmt, also positiv gekrümmt ist. Wir machen wieder als Erinnerung dieses Mal unser lachendes Smiley, was eben für positiv gekrümmt steht. Damit wären wir am Ende des Beispiels angelangt. Ihr könnt euch das noch einmal veranschaulichen, indem ihr einfach die Zeichnung betrachtet. Bei x ist 1 ist eben unser sogenannter Wendepunkt, wie ihr seht. Und ihr seht auch, dass sich dies mit unserer Rechnung deckt. Wir haben eben hier eine Linkskrümmung und hier eine Rechtskrümmung im rechten Bereich der Funktion. Also scheint das zu stimmen, was wir gemacht haben. Rechnerisch haben wir es auch nochmal zeichnerisch untermauert. Gut, damit wären wir auch am Ende des Videos angelangt. Wie immer hoffe ich, dass es lehrreich war und
dass wir uns im nächsten Video wiederhören. Bis dann.